Seit Anfang des Jahres hütet die Freiwillige Feuerwehr in Rötz ein großes Geheimnis. Die Feuerwehrler bauen ihr eigenes Auto nur in Miniaturform, extra für ihre Kinderfeuerwehr. Wir versuchen das schon realitätsnah zu machen. Der Plan ist auch anhand von unserem großen Feuerwehrauto entstanden. Bloß ein bisschen kleiner vom Maßstab her natürlich. Ansonsten ist das wirklich am richtigen Feuerwehrauto nachempfunden. Blaulicht, Sirene und sogar Anschlüsse für die Schläuche hat das Feuerwehrauto. Der ursprüngliche Plan war ja, als wollte was zum Ziehen. Und dann ist das eigentlich von Woche zu Woche, haben da neue Ideen von den vier Erbauern dazugekommen. Viele Feierabende und Wochenenden sind für das Auto draufgegangen. Nach langer Planung haben sie Anfang Juli angefangen zu bauen. Seitdem basteln sie fast jeden Tag. Und vier Tage vor Übergabe wird es auch ganz schön eng. Es ist schon ein bisschen eng geworden, ja, weil man natürlich immer den Termin irgendwo im Nacken hat. Der verfolgt einen praktisch bis zum letzten Tag. Aber warum macht man das alles? Kinder sollen für das Ehrenamt begeistert werden. Denn vor allem am Land müssen die Vereine um Nachwuchs kämpfen. Was kann man mit denen machen? Ich kann ja den nicht aktiv in einen Übungsdienst mit einbinden. Das geht nicht. Das heißt, die Verantwortlichen bei der Feuerwehr Rötz oder generell für die Kinderfeuerwehr, die müssen sich da immer was überlegen. Und ich glaube, so ein Fahrzeug, das versucht, den Kinder auch spielerisch beizubringen. Mensch, was kann ich denn alles machen? Wie weit kann ich gehen? Was macht denn Feuerwehr überhaupt alles aus? Feuerwehr ist nicht bloß irgendwo ausgefahren und ein Brand löschen. Feuerwehr ist viel, viel mehr. Das ganze Projekt ist streng geheim. Nur rund 15 Personen sind eingeweiht. Es soll ja schließlich eine Überraschung werden. Also wie ich die ganzen Kinder kenne, sind sie alle ein bisschen verhalten und schauen sie erst einmal und sagen gar nichts. Ja, so ganz gestimmt hat das jetzt nicht. Denn sofort nachdem das neue Feuerwehrauto in seine Garage gekommen ist, haben die Kinder es in Beschlag genommen. Vielleicht kommt noch so viel. Also ein großes. Ausprobieren da dieses Fahren, wenn es geht. Jetzt haben wir halt unser eigenes Wasser und so. Schön. Weil jetzt haben wir auch uns. Das ist ganz cool. Also ich war noch nie beim Feuerwehrauto gefahren, ich war immer hinten. Auch der Kreisbrandrat ist begeistert. Genial. Und für die Kinder, man sieht ja, das ist ja ein voller, wie sagt man heutzutage, Brüller in der Feuerwehr. Gestern Nacht um 1.30 Uhr haben sie das Feuerwehrauto fertig bekommen. Insgesamt haben sie grob 260 Stunden daran geschraubt. Aber nach diesen Reaktionen überlegen sie schon, einen Anhänger und eine Drehleiter zu bauen.